Oh, es wird schon nachts. Okay, hier ist markiert zwar. Das verwirrt mich einmal, Hammer. Das ist die Markierung, die war. Das ist nicht die richtige Markierung, oder? Ah ja, das verwirrt mich die ganze Zeit. Einsamkeit. Okay, wo würden wir denn hingehen, wenn wir jetzt zu den Graubärtigen müssten? In diese Richtung. Ich dachte, was auf der Karte gesehen? Nee. Ist die Video unterwegs schon angekommen oder? Ach, die rannten Umweg. Machen keinen Nachtspaziergang zu den Mikrobärten. Ah, ja. Doch in die Berge oder was? Na egal. Machen wir das mal jetzt. Nach Weißlauf finden wir mal wieder zurück, wenn ich mit schnell reise. Ist doch ein besseren Weg. An der Brücke. Würden Sie was angreifen? Lydia schon abangekommen. Nicht, dass die uns wegstürmt. So, da kommt sie. Da ist ein Wandersmann. Ja?
Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Ihr habt noch nie vom Feinschmecker gehört? Nein. Dem Autor von Erlesener Geschmack? Er ist ein wahrer Zauberer des Kochlöffels. Nun, nicht wirklich ein Zauberer, aber seine Rezepte sind legendär. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt in Himmelsrand ist. Ah, ja. Die Wölfe kommen. Pass auf die auf, Lydia. Und pass auf mich auf. Vielleicht gibt es irgendwo einen. Pelzhändler, der uns da helfen kann. Der uns die abkaufen kann, die Wolfspelze. Müssen wir mal gucken. Und da hinauf müssen wir. Mit einem Axtschlag. Ach, der arme Fuchs. Ich glaube, Pelze kann man dann später zu Rüstungen, zu Kleidung weiterverarbeiten. Ich glaube, beim Schmied konnte man das selber machen. Die brauchen wir gar nicht zu verkaufen. Mal Lydia, mal ein bisschen sportliche Betätigung hier, wenn es nachts ist. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Hier muss es hier irgendwo sein. Questmarkierung zeigt, dass wir hier zu den Graubärten kommen. Oder ich verlaufe mich schon wieder. Oh, Hotka. War das nicht die Festung, von der gesagt wurde, dass da die Roberte sind. Oh Gott. Das war doch der Ruf von den. Von dem einen Typen. Von dem Untoten. Unwirkliche Gegend hier. Die mir sehr abgeschieden. Sieger. Na toll. So viel wiegt das gar nicht.
Drachenknochen wiegen viel. Die werde ich bereuen, wenn ich die wegschmeiße. Schmeiße ich ein paar Becher weg. Na toll. Wir laufen wieder bergab. Habe ich in der Markierung gemacht, dass ich nicht aufheben kann. Und wir müssen tatsächlich hier runter. Ich habe gesagt, wir müssen hier nach Iversdorf. Ja, die sind gar nicht hier hinter unten im Tal. Aber sehr schön einmal über den Berg und wieder zurück. Und Lydia schmeißt mit den Bechern um sich. Na dann mal wieder bergab. Schöne Bergsteige bei Nacht. Bergwanderung. Kleiner Sprint. Hier war mal ein Tor. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Nicht im Fluss ertrinken. Ich sagte nicht im Fluss ertrinken. Dann wird's weggespült. Na, schaffst du's? Wir sind nämlich wieder in die falsche Richtung unterwegs. Und vielleicht ist es doch die richtige Richtung. Sonst müssten wir wieder einen Berg überqueren. Und wir hier im Tal lang gehen. Säbelzahntiger. Oh Kacke. Ich kann nicht rennen. Ich will den ganzen Weg nicht nochmal laufen müssen. Ich hab doch hier ganz Checkpoint. Wo ist Lydia, wenn man sie mal braucht? Bitte nein. Oh nein. Gut, vielleicht können wir da irgendwie einen anderen Weg nehmen.
Ganze Weg umsonst. Gibt es ja einen weniger umständlichen Weg. Hier drumherum, das um den Berg. Uff. Ich hätte dir die Stimme einsetzen, die hätte mir was. Der Schrei hat was gebracht. Der weitergekommen wird, aber ich habe es nämlich mal wieder vergessen. War auf dem Weg zu denen, die mir die Stimme beibringen wollen. Ich vergesse die Stimme zu. Ja, war unterwegs zu denen, die mir die beibringen wollen. Macht schon Sinn. Dann noch mal von vorne. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Vielleicht werde ich diesmal einen anderen Weg nehmen. Erstmal nach Tundra gut und dann von da aus vielleicht drumherum. Du dir diesmal nicht im Bach ertrunken. Ist frischen doof. Die Kampfgeborenen. Und das ist doch der eine Typ, der uns angesprochen hat. Das sind auch die, von dem wir wissen wollten, ob wir auf welcher Seite wir stehen. Haben wir noch keine gewählt aktiv, aber wenn ich irgendwann muss, dann ja nicht die Kaiserlichen. Aber da hätten wir uns mit ihm angelegt. Was haben wir hier? Ein Schrein. Ah, da bist du ja, Lydia. Okay, Tundra gut, dann wollen wir. Mal hier hin. Das geht euch nichts an, Bürger. Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Wir sorgen dafür, dass euer Kaiser seine elfischen Gebieter nicht angelogen hat, als er sich damit einverstanden erklärte, dass das Kaiserreich falsche Götter und törichte Glauben aufgeben würde. Aha. Geht jetzt! Gefangenen befreien, nein. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter... Nein! Ich habe doch nur mit dem geredet. Verflucht. Ich wollte doch gar nicht. Hab doch nichts tun geklickt. Ein Statthalter der Talmor nicht besiegen. Ist Lydia umgekommen oder was?
fürchte, die ist unbesiegbar. Im Gegensatz zu mir. Da kommt sie. Ich fürchte, die werde ich nicht mehr los. Muss ich sagen, die soll irgendwo bleiben. Auch wenn es nur eine minimale Hilfe ist. Manchmal im Kampf ist es gut. Doch, das gibt es doch nicht! Ich sitze hier fest! Hier! Meine Mutter! Meine arme Mutter! Der arme Cicero steckt fest! Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert! Nun ja, nicht sie, ihr Reiche. Sie ist ziemlich tot. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause. In eine neue Gruft. Aber... Ah, das Wagenrad! Das verdammte Wagenrad! Es ist kaputt! Seht ihr es nicht? Was kann man da machen? Oh, ja! Ja! Der freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Geht zum Bauernhof von Loreus. Da drüben an der Straße. Redet mit Loreus. Wenn es auf dem Weg ist. Er hat Werkzeuge. Er kann mir helfen, aber er tut es nicht. Er weigert sich. Überredet Loreus, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen. Mit glänzenden Schiffen. So muss das. Münzen. Auch wenn es nicht viel sein wird. Ist das auf dem Weg? Uff, da sind wir gerade. Sind wir gerade vorbei. Das werden wir nicht machen. So, ich muss aber mal generell. Machen vielleicht auf dem Rückweg deswegen. Jetzt sind wir hier. Wir müssen hier hin. Der Bauer ist auf seinem Bauernhof. Wo sollte er sonst sein? Machen wir auf den Rückweg. Das liegt nämlich exakt da, aber wir müssen. Jetzt da lang. Ist ein kleiner Umweg, aber macht es ein bisschen spannender, nicht durch die Berge zu müssen und nicht wieder von dem Säbelzahntiger zermetzelt zu werden.
Okay, hier sind wir. Laufen wir jetzt auch irgendwie über ein Gebirge. Wir sind hier zu weit nach Norden. Wir wollten ja ein Tundragut wollten wir abbiegen. Dann kommen wir auf dem Rückweg nicht mal mehr vorbei. Und dann machen wir mal die Quest. Wir haben hier große Umwege gemacht. Steinbomben entdeckt. Das sind doch wieder Angreifer. Wir hätten den direkten Weg nehmen sollen. Das haben wir einen viel zu großen Umweg gemacht. Aber wir haben neue Orte und einen neuen Quest gesammelt, die wir später machen können. Müssen wir erstmal hier hin. Was bist du von uns? Ich reiße euch in Stücke. Lachsbraten. Brauchen wir nichts von. Das Gold nehmen wir mit. Wir wollen da durch. Wenn wir noch angegriffen. Ich glaube, hier sind wir in was reingeraten. Damit Lydia, das bringt nichts. Und gehen außen rum. Wo sind wir hier hineingeraten? Ich glaube, wir müssen einmal über den großen Berg rüber. Oder auch nicht. Mal wieder ein kleiner Sprint. Puh. Das versteht sich an Orte. Weil ich mal wieder so lost bin. Und Umwege laufe, die ich gar nicht gehen wollte. Jetzt sind wir aber wieder halbwegs auf Kurs. Das sind Wölfe. Bitte, was ist das? Wir haben hier noch was ganz anderes geweckt. Ja.
Hauen wir ab. Mit dem Gästekram will ich nichts zu tun haben. Okay, und Wildhelm, so nach Windhelm gehen wir jetzt erstmal. Das ist die beste Taktik. Von Windhelm aus. Aber hier. Da war Tundra gut, da ist es. Dafür sehen wir Windhelm. Ich habe einen halben Tagesmarsch um den Weg gemacht. Dem tue ich nichts. Ein Grasmühl entdeckt. Okay. Ah, da geht's zum... Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Können wir auch zukünftig Schnellreise-Spots machen. Ist gut, wenn wir neue Städte hier entdecken. Wenn wir wieder hin wollen, können wir schnell reisen. Dafür macht das Sinn. Dafür sind doch solche Umwege gut. Müsste es eigentlich sein. Dann müssen wir mit der großen Brücke. Kann ich hier durchschwimmen oder werde ich unendlich ertrinken? Brandykrug, doof. Das Lydia wieder. In welcher Stadt mal einen kurzen Besuch abstatten. Um das mal auf der Karte gehabt zu haben. Und wenn wir dann dürfen können. Windhelm. Dann haben wir vielleicht sogar einen Checkpoint. Und wir sterben. Hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen. Weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Graubeute nicht beim Kampf. Haben wir jetzt den Ort entdeckt, oder?
Schlaste König entdeckt. Okay. Jetzt können wir schnell reisen. Ich bitte euch nur um ein paar Septime. Sehr schön. Ich etwas essen. Können wir woanders schnell reisen? Das habe ich auch noch nicht probiert. Wir müssen jetzt hier hin, da können wir noch nicht schnell hinreisen. Das ist leider auch der einzige. Und weiß doch, wir sind näher dran jetzt. Puh. Wir könnten eine Abkürzung über Weißlauf nehmen. Wir können nach Weißlauf schnell reisen und nach Flusswald gehen und hier vom Flusswald auslaufen. Das wäre ein Ding. Machen wir das. Ich will heute noch in dieser Aufnahme dahin kommen.